Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Modern Warfare 3 im Multiplayer. Heute mal mit einer Runde Team Deathmatch auf der Map Underground. Ich werde mit der M4A1 spielen. Mal gucken, ob ich die Waffe nochmal wechseln werde während des Spiels. Ups, das wollte ich jetzt nicht. So. Lautstärke ist mir da schon wieder ein bisschen zu laut hier. Und ja, dann wollen wir mal. Mal gucken, was ich so reißen kann. Slacked. Host Migration, ja. Ich sag ja Slacked. Super, ich fängt ja schon mal super an die Runde. Während ich da schon den Gegner sehe, das kann jetzt ganz bitter werden. Ha, ha, ha. So wird's gemacht. Ey, ich würde die Waffe nicht wechseln. Super, kommt er erstmal von hinten, ja. Egal. Ja, jeden Sonntag habe ich ja ein letztes Video gesagt, kommt ein Gameplay-Video von Modern Warfare 3 von euch erspielt. Ich habe schon zwei Videos, also für diesen Sonntag und nächsten Sonntag habe ich schon vorgesorgt. Finde ich soweit auch schon mal gut. Ihr könnt mir gerne weiterhin schreiben, dass ihr Videos habt. Ich werde sie mir angucken. Und je nachdem dann entscheiden. Alter. Boah. Scheiße. Nein. Nein. Ah. Shotgun. Meine Dingens ist ein bisschen zu hoch. Und mein Sound am Headset ist ein bisschen zu laut. Nein, hier bin ich nicht lang. Boah, das wird's wieder. Was ist das hier? Nee, egal. Also das erste Gameplay-Video werdet ihr dann an diesem Sonntag sehen. Das werde ich wahrscheinlich hier nach gleich kommentieren. Ach, leck mich. Ich wechsle jetzt die Waffe. Ich nehme jetzt mal die PP90 M1. Es wird ja so schon ein bisschen davon geredet, dass diese Waffe overpowered sei. Kann ich jetzt noch nicht so viel von sagen. Hab so gut wie noch gar nicht mit der Waffe gespielt. Ich habe das in nächster Zeit mal vor, wobei ich schon zwei Waffen gefunden habe, mit denen ich sehr gut zurechtkomme, während die Predator mich hier natürlich umranzt. Das wäre zum einen die M4A1, die gefällt mir richtig gut. Die spiele ich mit Rotpunkt und Schalli. Und die Scar-H gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die hat mir in MW2 schon gut gefallen, in der kurzen Zeit, während ich dieses Spiel gespielt habe. Und hier gefällt sie mir auch wieder sehr gut. Was mir an der PP90 schon aufgefallen ist, ist, dass das keine Waffe für die Distanz ist. Auf gar keinen Fall. Aber für den Nahkampf hat sie ihre Vorteile. Ja, der da ist nämlich zu weit weg, da könnte ich schießen. Würde aber ein ganzes Magazin verballern, das ist ja auch nicht gerade der Sinn der Sache. Ha. Meine ersten Eindrücke von MW3, die werde ich dann am Sonntag in dem Gameplay-Video erzählen. Also, das will ich euch auf jeden Fall mitteilen, meine ersten Eindrücke so. Damit ihr auch so einen Einblick in dieses Spiel bekommt, wie ich es finde. Soll euch auch so ein bisschen noch so die Vorteile und Nachteile des Spiels zeigen, die mir bisher aufgefallen sind. Und ja. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Messer Fail. Und natürlich von hinten. Egal, also PP90, wie gesagt, keine gute Waffe für die Distanz, für Nahkampf. Boah, scheiße. Gefällt sie mir aber. Schon relativ gut, muss ich sagen. Ach komm, ey, also. Ich fahr um die Ecke. Ich fahr um die Ecke. Egal. Kann man eh nicht ändern. Also brauche ich auch nicht zu diskutieren. So. Ey, wo kommt denn das her? Alter. Alter, ich konnte nicht höher zielen. Ey, das ist doch gay. Das ist doch scheiße.
Ihr könnt mir auch gerne für die nächsten, oh Mann ey, für die nächsten Gameplay-Videos, also für jedes Gameplay-Video am Sonntag, auch gerne ein Thema schreiben, über das ich reden will. Also wenn euch irgendein Thema am Herzen liegt, was irgendwie, während das Geschütz, was euch irgendwie interessiert, was MW3 so angeht und so, Mann, dieser verfickte Geschütz, ich wollte eigentlich runterspringen, hat nicht funktioniert. Also solltet ihr irgendein Thema haben, was irgendwie Spiele, MW3 oder Shooter allgemein angeht oder sowas oder irgendwas ganz anderes, könnt ihr mir auch gerne schreiben, denn ich weiß immer nicht so wirklich, was ich denn alles so labern soll in den Gameplay-Videos, also, scheiße. Nein, nein, ha, gut, Glück gehabt. Also schreibt mir das auch mal bitte per Nachricht. Ah, komm, komm. Das kann nicht wahr sein. Danach. Mann, ey. Kannst mich mal, ey. Ich kill's dir nicht so leicht, ja. Bam. Nein, ich hab's gerade auf der Karte gesehen, dass der war. Das Care Package, dem traue ich irgendwie nicht. Dem traue ich nicht. Ich glaube nicht, dass das. Ha. Schnell einsetzen, bevor die Hunde hier vorbei ist. Wo kam das denn her, ey? Meine Fresse. Nein, Mano. Ich schön so einen Double Kill machen können, aber nein. Nein. Der. Ich sehe den noch auf der Map. Da, ja. Ja, für die Distanz ist das Ding einfach nicht geeignet. Boah, Rückstoß dafür. Genauso wenig das Ding. Das ist erst recht nicht für die Distanz geeignet, während ich hier den letzten Kill auch noch abkriege. Shit! Egal, solange meine KD positiv ist, was sie natürlich nicht ist, wäre es okay gewesen, aber. Naja, 13 zu 6. Ja, gibt bessere Gameplays, ich weiß. Aber was soll's. Ja, Sonntag dann das Gameplay-Video vom Gronk 23 heißt er, glaube ich. Das sage ich dann erstmal in meinem Video. Und wie immer sage ich, bis dahin, reingekommen.